Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute meinen Lesemonat Juli vorstellen. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr meinen Kanal für noch mehr Buchinspiration abonniert. Jetzt aber viel Spaß erstmal mit dem Lesemonat. Im Juli habe ich 12 Bücher gelesen. Es gab nur 3 Neuzugänge, daher ist das eine richtig gute Bilanz. Und ja, die Bücher stelle ich euch jetzt natürlich einmal alle vor. Mein letztes Buch im Juli war Wo sich Licht im Wasser bricht von Lexis Abel. Das habe ich einmal schon als PDF gelesen und dann aber nochmal zur Auffrischung für einen Livestream als, ja, Print. Ich finde das immer ein bisschen angenehmer, als auf dem Bildschirm zu lesen, weil ich eh den ganzen Tag am Laptop hänge und wenn ich dann halt auch noch so PDF auf dem Bildschirm lese, das ist irgendwann echt so... Deshalb freue ich mich immer sehr, wenn dann nochmal die gedruckte Version ankommt und ich das einfach nochmal, ja, haptisch lesen kann, weil ich habe auch das Gefühl, mir bleibt das dann besser im Gedächtnis. Keine Ahnung, ob es euch auch so geht, aber ja, ich habe da irgendwie so ein Ding, ich kann es mir irgendwie besser merken, wenn ich das quasi gedruckt und in der Hand und überhaupt habe. Jedenfalls, um nicht zu weit abzuschweifen, in diesem Buch geht es um Enya und Jonah. Enya ist gerade volljährig geworden und sie ist jetzt mit einem Wohnmobil durch Amerika unterwegs. Ihr Ziel ist San Diego, denn sie ist auf der Suche. Wonach könnt ihr selber rausfinden, aber im Überschwang der Gefühle, als sie dann endlich ankommt, eine wunderschöne Bucht für sich entdeckt und ja, das Meer einfach so voller Verheißung vor ihr liegt, denkt sie, sie könnte dort ja mal ein bisschen schwimmen gehen. Aber sie überschätzt sich ganz gewaltig, denn der letzte Schwimmversuch ist schon einige Jahre her und sie geht gnadenlos unter. Zu ihrem Glück ist Jonah aber gerade in der Nähe. Jonah ist ein leidenschaftlicher Schwimmer und er kann das auch wirklich gut, im Gegensatz zu Enya. Er rettet sie. Allerdings, bevor sie sich irgendwie dann bei ihm bedanken kann, ist er auch schon wieder verschwunden. Enya hängt ihm so ein bisschen nach mit den Gedanken, weil seine großen braunen Augen haben es ihr ganz schön angetan. Durch Zufall trifft sie ihn dann allerdings auf einer Strandparty wieder und die beiden können sich der Anziehung, die sie füreinander empfinden, nicht erwehren. Auch wenn sie das natürlich gerne möchten, weil beide haben dicke, dicke Mauern um ihr Herz hochgezogen. Da Jonah so ein guter Schwimmer ist, entsteht sehr schnell die Idee, hey, du könntest doch Enya das Schwimmen beibringen. Und natürlich kommt man sich beim Schwimmen unweigerlich nah. Es ist eine Slow Burn New Adult Romance, also stellt euch darauf ein, dass hier einige Dinge etwas langsamer verlaufen. Manchmal hätte ich den beiden auch gerne einen Tritt in den Allerwertesten gegeben, um dann endlich mal aus dem Knick zu kommen. Aber das ist für mich irgendwie gar nicht die Hauptsache des Buches gewesen. Ich habe mich auf den ersten Blick einfach in diese Sprache verliebt. Es ist eine wahnsinnig poetische Sprache, die sich ganz tief in mein Herz geschlichen hat, weil es einfach so, so schön ist. Und als wir im Livestream die Lesestellen mit der Autorin hatten, ging es den ganzen Anwesenden auch so, dass sie sich so in diese Schreibe verliebt haben. Das ist auch echt das, wo ich so denke, das ist das Alleinstellungsmerkmal der Autorin. Also Lexis Abel hat eine Sprache, die ganz, ganz besonders ist und die sich so tief und so echt und so intensiv in euer Herz einschleichen wird. Also bin ich mir ganz, ganz sicher, dass es euch auch so geht, dass ihr danach auch so ein bisschen, ja, so einen kleinen Hangover haben werdet. Ich bin auch nicht unbedingt Freundin von so Slowburn romantischen Geschichten, weil ich mir manchmal schon wünsche, dass es ein bisschen schneller geht, aber irgendwie zu Enya und zu Jonah passt es auch total und das hat mir sehr gut gefallen. Mein einziges Manko ist, dass es in der Mitte teilweise ein bisschen zu langatmig wurde. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr, ja, Pep und Vorankommen in der Handlung gewünscht, weil es einfach, ja, sich nicht so richtig von der Stelle bewegt und beide Protagonisten so ein bisschen in ihrem eigenen Saft schmoren und einfach, ja, nicht aus dem Tritt kommen. Ein paar Dinge hätte man da meines Erachtens doch kürzen und ein bisschen verschnellern können. Naja, die Geschwindigkeit steigern können, sagen wir mal so. Dann wäre es nicht so ganz in dieses Gefühl gekommen, dass man sich so dachte, es zieht sich gerade so ein bisschen. Zum Ende hin wurde es wieder rasanter, also da wurde es wieder besser. Ja, aber insgesamt eine Geschichte, die mich sehr berührt, sehr abgeholt hat und wo ich mich wahnsinnig auf Band 2 freue. Es ist eine Dilogie, Band 2 kommt im Januar und da werden dann tatsächlich 3 Personen im Fokus stehen. Mehr möchte ich aber an dieser Stelle noch gar nicht verraten. Lest dieses Buch, wenn ihr gerne New Adult Romance lest, auch wenn ihr vielleicht nicht so ein Fan von Slowburn seid, aber das lohnt sich wirklich. Dann habe ich im Juli Shelter von Ursula Poznanski gelesen. Dieses Buch habe ich euch auch schon in einem 90-Sekunden-Buchtipp vorgestellt. Also wenn ihr hier mehr wissen wollt, dann schaut dort gerne mal vorbei. Da habe ich dem Buch ein ganzes Video und übrigens auch einen ganzen Blogbeitrag gewidmet. Also das hat mich wirklich gefesselt. Hier geht es um eine Gruppe von Jugendlichen, die sich im Überschwang überlegen, hey, lasst uns doch eine Verschwörungstheorie in die Welt setzen und mal gucken, wie die Welt darauf reagiert. Die Welt reagiert darauf richtig cool, weil sie sich so denkt, oh Mensch, da haben wir darauf gewartet. Das ist eine tolle Idee.
ja, tragen wir die Idee weiter, machen wir sie groß, machen wir sie lebendig. Ja, Aliens haben unsere Körper übernommen. Das klingt total schlüssig. Die Idee entgleitet den Jugendlichen ziemlich und sie hätten damit auch nicht gerechnet. Und es wirkt sich auch extrem auf ihr Privatleben aus. Also ja, nicht alle sind begeistert, dass zum Beispiel manche der Jugendlichen diese Idee gerne wieder aus der Welt schaffen würden. Und so entstehen auch gewaltig schlimme Situationen. Also es wird unkontrollierbar. Und dieses Buch hat mich gefesselt und wirklich auch sprachlos gemacht und schockiert, weil das Thema Verschwörungstheorien ja einfach seit einem gewissen Ereignis relativ präsent in der Gesellschaft ist. Also Verschwörungstheorien gab es an sich schon immer. Es gab schon immer Menschen, die sich in Angst und Unwissenheit versucht haben, Dinge zu erklären, warum sie so sind oder wie sie sein könnten. Aber dass das eben auch medial so präsent ist und uns in aller Munde gefühlt, ja, ist halt einfach erst seit einiger Zeit so. Und wir haben bestimmt alle schon mal von irgendwie Echsenmenschen, bluttrinkenden, Kindermordenden, what auch immer gehört. Da gibt es ja die wildesten Theorien und es gibt auch immer Menschen, die das jeweils glauben und da auch voll dahinter stehen, dass das so ist. Da geht es viel um Angst und auch um das Gefühl, zugehörig zu sein und auch das Gefühl, oh mein Gott, ich bin Teil von etwas ganz Großem, nur ich weiß die Wahrheit und ihr alle wisst es nicht. Ganz, ganz spannendes Thema eigentlich. Es gibt da auch super interessante Bücher, die ihr lesen könntet, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt. Aber da will ich irgendwie gar nicht zu weit ausschweifen. Jedenfalls, dieses Buch dreht sich um Verschwörungstheorien. Es ist brandaktuell, es ist super genial geschrieben. Ich habe es verschlungen. Es ist meines Erachtens eines der besten Poznanski-Bücher, was in den letzten Jahren erschienen ist. Ich habe viel von ihr gelesen und ja, sie hatte Stärken und Schwächen, Höhen und Tiefen, auch beim Schreiben. Und ja, dieses Buch ist definitiv eine Stärke und eine Höhe und ein Buchtipp, der sich auf jeden Fall auch von jüngeren und auch von älteren lesebegeisterten Menschen gut verschlingen lässt. Ja, das war eins meiner Juli-Bücher, habe ich übrigens an einem Tag innerhalb von wenigen Stunden inhaliert. Dann habe ich im Juli Das Unrecht von Ellen Sandberg gelesen. Das werde ich euch auch noch etwas ausführlicher einzeln vorstellen, aber ich liebe die Bücher von Ellen Sandberg. Das ist übrigens das Pseudonym von Inge Löhnig, die ja sehr erfolgreiche Krimi-Autorin ist. Hier schreibt sie Romane, die auch immer etwas Düsteres haben, meist auch irgendwie einen wahren Kern. Also echt auch eine coole Grundidee. Hier geht es um Annette. Sie führt ein gutes Leben. Sie hat einen Mann, sie hat ein Haus, sie hat zwei Kinder. Die sind allerdings jetzt auch schon so groß, dass sie quasi aus dem Haus sind. Das bedeutet, die Eltern müssen sich als Paar wieder finden und irgendwie aus dieser Elternrolle raus und einfach auch wieder einen Alltag für sich finden. Naja, es ruckelt sich irgendwie alles so zurecht, sag ich mal. Es könnte auch alles ganz gut sein, wenn da nicht dieses eine Ereignis wäre, was Annette jedes Jahr um die gleiche Zeit immer wieder zu schaffen macht. Sie kann es nicht aussperren. Es hat sie so extrem beeinflusst und ihr Leben auch einfach in so einer Weise beeinflusst, dass es ja doch immer wieder aus diesen kalten Katakomben kriecht, wohin sie es versucht zu verdrängen. Und in diesem Jahr ist es ganz besonders schlimm. Ich möchte hier wirklich nicht zu viel verraten, weil dieses Buch so viel Wucht hat. Also es ist beim Lesen wie so ein Rollercoaster. Es wird immer rasanter. Man denkt zu Beginn so, ja okay, wo soll das jetzt hinführen? Was ist hier eigentlich der Punkt? Und dann steigert es sich und es wird krasser und man denkt sich so, oh mein Gott, das habe ich nicht kommen sehen. Und bei diesem Buch hatte ich sehr viele oh mein Gott Momente, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, wohin die Handlung mich führt. Ellen Sandberg hat sich hier wirklich ein spannendes Thema rausgesucht, ein Buch und eine Geschichte daraus gestrickt, wie ich sie so nicht erwartet hätte. Ich habe es verschlungen. Ich kann euch leider hierzu nicht mehr verraten als lest es, weil es ist echt spannend und ihr werdet viele oh mein Gott Momente haben. Und ja, ich bin wahnsinnig gespannt auf das nächste Buch von ihr. Das hat sie, glaube ich, auch, ich habe, glaube ich, letztens bei Facebook was gelesen, irgendwie angeteasert für 2024. Mal schauen. Aber wenn ihr gerne so realistischere, spannende Bücher ohne jetzt so klassische Ermittlungsplots lesen wollt, dann lest das hier. Im Juli habe ich außerdem Veilchensturm von Kim Leopold gelesen. Das ist jetzt der fünfte Band der How to be Happy Reihe. Das ist eine Reihe, die ist im Self-Publishing erschienen und da ich ihre California Dreams Reihe, die ja bei Everlove rausgekommen ist, sehr geliebt habe, habe ich mir auch die How to be Happys bestellt. Band 1 bis 4. Ja, was soll ich sagen? Also man merkt, dass die Autorin sich stark entwickelt hat über die Bücher. Die waren alle so, ja, 3 bis 10 Knirschen, teilweise 4 Sterne. Also ich muss sagen, manchmal hätte ich am liebsten abgebrochen. Ich bin auch froh, dass ich die How to be Happy Bücher nicht vor der California Dreams Reihe gelesen habe. Weil ich glaube, hätte ich das vorher gelesen, hätte ich ihre California Dreams nicht gelesen. Ja,
Und jetzt habe ich Veilchensturm gelesen. Das lag jetzt relativ lange auf dem Stapel ungelesener Bücher, einfach weil ich nach den letzten 4 Bänden nicht so richtig Lust auf dieses Buch hatte, weil ich einfach ja nicht so gefesselt war, dass ich wirklich erwartet habe, es würde mich umhauen. Hier wird es aber echt besser. Also in diesem Band geht es um Maddox. Wir haben ihn auch in den vorigen Bänden schon ein bisschen kennengelernt. Er ist Stargeiger, Maddox Madness heißt er. Und er hat sich entschieden, er möchte ein Sommercamp jetzt auf die Beine stellen, um Familien, deren Kinder jetzt nicht so viel Geld haben, quasi eine musikalische Grundausbildung irgendwie zuteil werden zu lassen. Hilfe bekommt er da zum Beispiel von Violet. Violet hat ihm so ein bisschen den Kopf verdreht und sie hat sich als Mitarbeiterin beworben. Naja, jedenfalls, Maddox hat natürlich mit seinem ganzen Kram zu kämpfen, den er irgendwie mit sich rumträgt. Violet ist auch nicht so ganz ohne Vorbelastung, sage ich mal. Die Geschichte zwischen den beiden ist intensiv, sie ist sexy und ich mochte dieses Buch mit Abstand wirklich am meisten von dieser ganzen Reihe. Also das hat für mich die Reihe nochmal arg aufgewertet, muss ich gestehen. Aber ich bin auch so ein bisschen froh, dass es dieses Buch noch gibt. Es war ein nettes Zwischendurch-Lesebuch. Ich glaube, 5 Sterne würde es auch nicht kriegen, eher so 4, 4,5. Und es war ein netter Abschluss, aber ja... Das klingt jetzt echt fies, aber ich bin ganz froh, dass ich mit den Happys quasi durch bin und jetzt einfach weitere Bücher der Autorin, wo sie sich einfach auch mit dem Schreiben, mit dem Worldbuilding und allem weiterentwickelt hat, dass ich jetzt quasi ja, ihre etwas ausgereifteren Geschichten lesen darf. Dann habe ich Als das Böse kam von Ivar Leon Menger gelesen. Das war das Debüt des Autors und es wurde mir wirklich lobpreisend empfohlen. Eigentlich hat sich mein Mann das Buch gekauft, auf meinen Tipp hin. Als wir am Flughafen Richtung Nizza waren und ihm so einfiel, oh, ich habe ja gar kein Buch mit. Und ich so dachte, Mensch, du hast eine Frau zu Hause, die ungefähr eine halbe Bibliothek besitzt. Aber anscheinend vergisst er das hin und wieder, immer mal wieder. Jedenfalls hat er sich dann dieses Buch gekauft. Er hat es bis heute nicht gelesen. Welche Überraschung. Und ehe dieses arme Buch weiter so ungeliebt und ungelesen im Schrank versauert, habe ich mich ihm dann angenommen. Es ist eine Geschichte, es dreht sich um Mutter, Vater und 2 Kinder. Sie verstecken sich seit Jahren auf einer Insel und die Bedrohung ist allgegenwärtig. Fremde vom Festland wollen die Familie auslöschen. Es gibt einen selbstgebauten Schutzraum. Allerdings macht die 16-jährige Juno eines Nachts dann eine Entdeckung, die alles verändert. Und ich muss sagen, dieses Buch hat mich überrascht. Es ist ganz anders gewesen, als ich gedacht hätte. Ich habe zu Beginn nicht erwartet, in welche Richtung es sich entwickelt. Es hat sich zum Mittelteil so einen Tick gezogen, aber das Ende war nochmal richtig bam. Also ich würde ihm kein Lesejahres-Irgendwas-Highlight geben, aber es war ein sehr gutes Debüt, hat mich überrascht und begeistert. Daher, ja, auch so 4, 4,5 Sterne bekommt es. Es war auf jeden Fall eine gute Spannung und ich bin auch auf jeden Fall gespannt, was der Autor sonst noch so schreibt. Das habe ich sehr oft gespannt in einem Satz verwendet, das ist auch nicht schlimm. Ja, deswegen habe ich auch gelesen. Dann habe ich Was wir sehen, wenn wir lieben von Christina Boninger gelesen. Der Name der Autorin war mir gar nicht so richtig im Gedächtnis, muss ich gestehen, aber von ihr kommt ja jetzt bald beim Forever Verlag eine sehr gehypte Reihe. Diese mit den krassen Meerescovern, die sich so 4 Stück ein Bild ergeben. Daher, ich habe die Verknüpfung echt nicht gezogen. Dieses Buch liegt schon jetzt, glaube ich, ein Jahr auf meinem Stapel ungelesener Bücher. Ich habe es mal geschenkt gekriegt, aber nicht so richtig beachtet. Hier geht es um eine Frau, Tessa, glaube ich, hieß sie. Genau, Tessa. Sie hat einen Unfall und landet im Krankenhaus mit der Diagnose Gedächtnisverlust. Nur, dass irgendwie alles anders ist, als sie es in Erinnerung hat. Tessa ist quasi 5 Jahre von ihrer letzten Erinnerung, die sie hat, entfernt. Und es ist halt alles anders, als sie es in Erinnerung hat vor 5 Jahren. All ihre Beziehungen, die sie irgendwie zu Menschen hatte, haben sich komplett verändert. Das Date, das sie zum Schluss hatte, ist irgendwie nicht mehr in ihrem Leben. Und einfach ist es alles nicht so, wie sie gedacht hätte, dass ihr Leben quasi in 5 Jahren ist. Tessa muss also herausfinden, was genau ist passiert in diesen 5 Jahren, wo ihr die Erinnerung dran fehlt. Und wie kann sie es vielleicht auch reparieren? Es ist ein leiser, es ist ein vorsichtiger Roman, der aber Spaß macht zu lesen, weil er eben auch diese Was-wäre-wenn-Frage stellt. Was wäre, wenn man nochmal die Chance hätte, quasi ein bisschen die Zeit zurückzuspulen, zu sagen, hey, sorry, ich kann mich nicht mehr erinnern, können wir vielleicht nochmal von vorne anfangen? Ist ja vielleicht gar nicht immer, tja, wäre das vielleicht in manchen Situationen eine Möglichkeit, wo ihr drüber nachdenken würdet, wo ihr so denkt, wenn ich das und das anders gemacht hätte, wäre mein Leben in eine ganz andere Richtung verlaufen. Ich habe diese Momente durchaus manchmal, aber ich habe jetzt noch nie irgendwie einen Unfall gehabt und plötzlich meine Vergangenheit vergessen. Daher, ja,
Manchmal kennt man ja so oft, woran das Herz hängt. Daher, das war eine niedliche Liebesgeschichte für zwischendurch und ich bin jetzt durchaus auch ein bisschen mehr gespannt auf diese 4 Bücher, die da bald bei Forever erscheinen. Dann habe ich von Emma Scott The Girl in the Love Song gelesen. Das hat mir mein Mann mal geschenkt, lag dann jetzt auch irgendwie eine Weile auf dem Stapel ungelesener Bücher. Jetzt habe ich es gelesen. Es ist gewohnt emotional und zerreißend quasi, was man von Emma Scott einfach kennt an Geschichten. Es geht um zwei junge Menschen, die sich quasi schon ihr ganzes Leben lang kennen. Sie sind beste Freunde, aber irgendwo sind da auch tiefere Gefühle. Sie wollen sie sich nur beide nicht eingestehen oder vor allem sie möchte sie nicht eingestehen. Es geht um Miller und er ist in bitterer Armut aufgewachsen, hat aber ein unglaubliches Musiktalent. Und es geht um Violet und sie ist quasi der Dreh- und Angelpunkt all seiner Love-Songs. Sie ist die eine für ihn, denn sie hat ihm das Leben gerettet. Ja, nur Violet stemmt sich halt mit aller Macht gegen diese Gefühle und auch als die Zeit irgendwie voranschreitet und ja, sich gewisse Dinge verändern und sie irgendwann merkt, ups, vielleicht ist meine Eifersucht doch ein Zeichen für tiefere Gefühle. Verändert sich halt dann nochmal was. Naja, wer weiß. Es war mitreißend, es war schön, es hat mir die Stunden versüßt und ich habe es wahnsinnig gern gelesen. Es ist halt ein typisches Buch von Emma Scott und das ist richtig, richtig gut. Dann habe ich Scandal Love von L.J. Shen abgebrochen. Das ist das zweite Buch einer Reihe. Die Vicious, oh, die Sinners of Saint, genau. Ja, den ersten Band habe ich gelesen, das ist ja auch schon Red Flag an Red Flag. Ich dachte jetzt, okay, befreien wir diese Bücher mal vom Stapel ungelesener Bücher, aber ganz ehrlich, Leute, hier geht es um einen schwarzen Mann, der hier mitspielt und man merkt einfach, dass die Sicht von ihm, von einer weißen Person geschrieben wurde. Es muss jetzt nicht mal eine Frau sein, es geht einfach darum, dass die Person weiß ist und dass diese Selbstbeschreibungen ganz furchtbar sind und dass die Sicht auf seine Tochter ganz furchtbar beschrieben wird. Hier müsste dringend nochmal ein Lektorat drüber schauen und einfach diese ganzen rassistischen Ausdrücke, Stellen etc. streichen und verbessern, weil das einfach nicht mehr die Sprache ist, die man heute benutzt, um Menschen verletzungsfrei zu beschreiben, zu charakterisieren, einfach, ja, sein zu lassen. Also ich habe es abgebrochen, weil ich dachte erst, okay, es ist einmal ein Fehlverhalten, ja okay, mal schauen, ob sich das durchzieht, aber nee. Da war es dann irgendwie eine Red Flag mehr, die für mich dann der ausschlaggebende Grund war. Das liest du nicht weiter. Auf der Buchmesse in Leipzig hatte ich mir Der Traum von einem Baum von Maya Lunde gekauft, weil ich die Autorin super gerne mag und weil ich vor allem ihre Geschichte rund um die Bienen als eines meiner Jahreshighlights im Jahr, ich weiß nicht mehr, deklariert habe. Ist jetzt der vierte Band ihres Klimaquartetts und damit auch der Abschluss. Aber ich habe leider auch dieses Buch abgebrochen. Es hat mich nicht einfangen können. Es war langatmig. Es war überhaupt nicht aus dem Knick kommen. Da passiert einfach nichts. Und das hat mich fürchterlich aufgeregt. Und das war einfach nur öde. Also keine Ahnung, was sie mit diesem Buch hier erzählen wollte. Aber für mich ist da einfach kein Funke übergesprungen. Ich habe hier, glaube ich, 150 oder 200 Seiten gelesen. Ich wollte dem Buch wirklich eine Chance geben. Ich habe es wirklich versucht, aber das war nichts. Das war nichts. Ich habe es abgebrochen. Es tut mir leid, aber damit hat die Autorin sich echt nicht beliebt geschrieben. Ihr müsst ja echt denken, ich habe hier jetzt quasi meine Flops gesammelt, denn jetzt geht es um Lucy Score, Things We Never Got Over. Ja, dieses Buch war vom Cover wahnsinnig hübsch. Ich habe es mir auf der Leipziger Buchmesse gekauft, weil es einfach so hübsch ist und weil ich sehr viele begeisterte Meinungen gelesen habe. Und ich habe es gelesen und war enttäuscht, weil es einfach eine Red Flag an einer Red Flag ist. Ich meine, der Protagonist ist irgendwie Ende 30, Anfang 40 und benimmt sich wie ein kleines Kind. Wirklich wie ein Junge, der gerade in die Pubertät kommt und entdeckt, dass er einen Penis zwischen den Beinen hat. Und das ist einfach nur furchtbar unreif. Er reißt der Protagonistin das Handy aus der Hand, verlangt, dass sie ihm sagt, mit wem sie da redet und dass sie, oh, das war einfach nur so toxisch und sie darf nicht selbst entscheiden und das ist einfach nur, Leute, könnt ihr bitte eine erwachsene Beziehung miteinander führen? Das ist ja entsetzlich mit anzuschauen. Also die Kurzbeschreibung klingt echt gut. Also es geht um Narumi, die in einer Kurzschlussreaktion von ihrer eigenen Hochzeit flieht. Sie wird von ihrer etwas entfremdeten Zwillingsschwester ausgetrickst und steht plötzlich ohne Auto und Handtasche da und muss sich um eine Nichte kümmern, von deren Existenz sie bis gerade eben gar nichts wusste. Sie bittet im erstbesten Diner um Hilfe und wird hochkant rausgeworfen, denn sie sieht ihrer Zwillingsschwester zum Verwechseln ähnlich und die ist in dem Örtchen äußerst unbeliebt. Allerdings brüllt sie dann einen attraktiven... Nee, sie wird von einem attraktiven Fremden dann angebrüllt und reißt in die Hutschnur.
Ja, und irgendwie führt das dann zu ewiger Liebe. Naja, ich weiß nicht. Das war echt so ein Buch, was mich leider ziemlich enttäuscht hat. Es war nett wegzulesen, ja, aber da waren einfach so viele Red Flags. Keine Ahnung, wie man das alles überlesen kann. Ich hatte auch echt gedacht, wir sind gefühlt erzähltechnisch schon so ein bisschen weiter. Also, das sind so Bücher von vor, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Jahren auf dem Niveau, wo gefühlt jeder Bad Boy immer eine super schlimme Vergangenheit hatte und die Frau ihn aus allem retten musste, inklusive Selbsthass und allem möglichen Stalking und weiß ich nicht. Und dieses ewige Controlletti-Verhalten, ganz ehrlich, wir haben 2023, eine Frau darf ihr Handy benutzen, ohne dass der Mann das quasi ihr aus der Hand rupft und kontrolliert. Also ganz ehrlich, Leute, naja, fand ich jetzt nicht so richtig prickelnd. Ich schwör's euch, ich beende diesen Lesemonat noch mit was Positivem. Und zwar Nena Tramontani, The Way We Melt. Das ist der dritte Band ihrer Hungry Hearts Reihe, den ich quasi, nachdem ich Band 2 verschlungen habe, jetzt auch gleich noch inhalieren musste. Hier geht es um Darcy. Sie ist ja Köchin im Restaurant, was wir jetzt schon über die Reihe kennengelernt haben. Und es geht um Nicolas. Der ist immer nur so eine Randfigur gewesen, weil er nie anwesend war. Und hat irgendwie auch nichts mitgekriegt, was eigentlich so schiefgelaufen ist. Aber sein Leben ist auch gar nicht so schillernd, wie seine Geschwister und seine Familie es sich generell ausmalen. Darcy und er haben eine gemeinsame Vergangenheit, stehen sich so ein bisschen wie Hund und Katz gegenüber. Aber naja, gegen alte Gefühle kann man einfach nichts machen. Es ist ein intensiver Abschluss. Ein intensiver und mitreißender Abschluss. Eine, ja, besondere Trilogie, eine wirklich besondere Geschichte über ganz, ganz viel auch Mental Health Themen, die mich sehr begeistert hat. Und ich bin riesig, riesig dankbar, dass Nena Tramontani sich die Zeit genommen hat und vor allem auch sich getraut hat, diese Trilogie zu schreiben. Ich bin schon so gespannt auf alles von ihr, ja, was da noch kommt. Und dann das letzte Buch, was ich im Juli gelesen habe, Nummer 12, 50-50 von Steve Kavanagh. Von ihm habe ich schon, jetzt habe ich den Titel wieder vergessen, 13. 13 habe ich von ihm gelesen, fand ich riesig gut. Hier stehen ja immer so Gerichtsverhandlungen im Fokus. Also insbesondere hier geht es um zwei Schwestern, die sehr unterschiedlich sind. Und ja, ihr Vater ist tot und die beiden beschuldigen sich gegenseitig des Mordes. Man erfährt immer aus einer Sicht und aus der anderen Sicht und zwischendurch so ein bisschen und denkt sich immer, ja, na klar, wie war es? Das ist für mich völlig eindeutig. Und im nächsten Kapitel ändert sich natürlich einfach alles und man ist sich nie sicher, ja, wer ist es denn jetzt eigentlich gewesen? Man hat natürlich eine Theorie, aber gefühlt wird das in jeder Zeile dann auch wieder revidiert, wenn man plötzlich wieder einen anderen Standpunkt mitbekommt. Jedenfalls sehr, sehr spannend, hat mich wieder überzeugt, noch mehr vom Autor zu lesen. Ich bin auch froh, dass da noch einiges offen ist quasi, was ich noch vor mir habe. War ein richtig guter Einstieg in den Monat, hat mir viel Spaß gemacht, diese Spannung zu lesen. Daher, wenn ihr vom Autor noch nichts kennt, aber Thriller gerne mögt, dann schaut ihn euch doch unbedingt mal an. Das waren jetzt also meine 12 Bücher, die ich im Juli gelesen habe. Es kamen an Neuzugängen nur 3 Stück dazu. Das bedeutet, ich habe 9 Bücher reduziert. Das, finde ich, verdient eine Runde virtuellen Applaus. Ich bin so stolz darauf, dass ich meinen Stapel ungelesener Bücher aktuell so gut reduziere. Auch, muss ich gestehen, wenn die Lust da ist, neue Bücher zu kaufen. So ist es ja nicht. Ich habe mich nicht irgendwie plötzlich immunisiert gegen diesen Drang. Aber ja, es ist auch irgendwie ganz schön, dass das mal ein bisschen weniger wird und ich einfach auch mal wieder, ja, merke, was ich so für coole Bücher im Regal habe und dass ich auch wieder, ja, Möglichkeiten habe, einfach neue Bücher zu verstauen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie viele Bücher ihr im Juli gelesen habt und was euer Lesehighlight im Juli war. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Lesemonat und ja, wenn wir uns noch nicht kennen, ich bin Ramona von Kielfeder und ihr findet mich auch auf Facebook, Twitter, Instagram und TikTok. Schaut dort gerne mal vorbei. Ich freue mich, wenn wir uns auch abseits von YouTube wiedersehen. Nur falls es nicht klar geworden ist, aber es geht überall um Bücher, also ja, vielen Dank, dass ihr euch heute meinen Lesemonat angeschaut habt und ja, vielleicht bis zum nächsten Video. Bis dahin, bis bald.